zwei starke Mannschaften und Spannung bis zum Ende. Beim vorletzten Spieltag der ersten Regionalliga Nord treffen die Damen des TuS Neukölln und der Basketballgemeinschaft Zehlendorf aufeinander und liefern sich ein unvergessliches Match. Für die Neuköllnerinnen ist es das letzte Spiel der Saison und der Respekt vor ihren Gegnerinnen groß. Wir spielen gegen Zehlendorf schon sehr viele Jahre. Das sind auch viele Spielerinnen, die wir schon seit Jahren kennen. Es ist ein gutes Team. Das Hinrundenspiel haben wir leider auch mit 30 Punkten verloren. Es war sehr ärgerlich. Doch umso größer ist heute die Motivation der Mannschaft und sie starten stark ins erste Viertel. Die Neuköllnerinnen landen einen Treffer nach dem anderen, sind unaufhaltsam und lassen der BG Zehlendorf keine Chance. Julie Bleise vom TuS Neukölln ist heute in Topform und netzt zum 22:6 aus Sicht der Neuköllnerin. Wir haben über die Defense ins Spiel gefunden, dann haben wir den Ball gut geteilt. Unsere großen Spielerinnen, die haben gut den Ball gefunden, sind gute Cuts in die Zone gelaufen und konnten den Ball da gut durchstecken. Und so hatten wir viele Möglichkeiten, gutes Spiel zu machen. Die Zehlendorferinnen lassen sich jedoch nicht beirren, geben Gas und können im zweiten Viertel einige Punkte machen. Doch ihre Gegnerinnen scheinen heute unermüdlich, bleiben weiter dran und entscheiden die erste Halbzeit mit 36:12 für sich. Es geht in die nächste Runde und ein starker Dreier von Felicia Zeiss bringt den TuS Neukölln auf einen Abstand von 30 Punkten. Wir wieder mit Ehrgeiz, mit Elan in die zweite Halbzeit auch starten. Das haben wir auch gut geschafft. Dann Ende des dritten Viertels, Anfang des vierten Viertels ist ein bisschen die Energie rausgegangen. Langsam hatten wir keine Power mehr. Und das nutzen die Zehlendorferinnen natürlich schamlos aus, um den Punktestand zu verkleinern. Doch verlieren ist heute keine Option für die Neuköllnerinnen und als der Schlusspfiff ertönt, steht es 42:75. Die Basketballgemeinschaft Zehlendorf geschlagen, der TuS Neukölln Vizemeister. Wir sind immer ein Team, wir fighten immer füreinander und das ist das, was uns als Team auch ausmacht und ich würde sagen, das lief heute besonders gut. Zum Schluss noch einmal eine starke Performance vom TuS Neukölln. Und mit genauso viel Power soll es nächste Saison weitergehen.